Moin! Heute der zweite Tag hier auf dem Campingplatz. Wir haben wunderschöne 17 Grad und wir wollen uns jetzt gleich auf den Weg machen zu der Ortschaft hier, also die hinter uns liegt, Villa Joyosa. Kommt doch einfach mit! Nach dem Abendessen war es dann Zeit, nochmal runter an die Playa de Paraíso zu gehen, um den Sonnenuntergang in bewegten Bildern festzuhalten. Guten Morgen! Für uns ist es jetzt an der Zeit, unsere letzte Etappe Richtung Süden zu fahren. Diese führt erstmal Richtung Murcia und dann schauen wir mal, ob wir dort noch einen Platz finden.
ein kleines Zwischenfazit. Wir sind jetzt weitergefahren an Murcia vorbei, sind jetzt hier bei Mazaron. Den ersten Campingplatz, den wir angefahren haben, der war voll. Der hat uns dann einen zweiten empfohlen. Da sind wir jetzt gerade hier auf dem Parkplatz, direkt am Meer. Da kann man nur eine Nacht ohne Strom ziemlich teuer stehen. Ich glaube, 22 Euro nur der Platz. Dann kommen noch die Hunde dazu und das ist uns dann doch zu teuer. Wir werden nachher nochmal weiterfahren, aber hier unten sind gefühlt nur Wohnmobile unterwegs und wir hoffen mal, dass wir noch einen Campingplatz finden, weil wir wollten eigentlich diese Nacht noch einmal am Meer verbringen, um dann ins Landesinnere zu fahren. Ja, ihr dürft gespannt sein, wir melden uns wieder. Wir haben endlich einen Stellplatz gefunden, nachdem wir noch weiter Richtung Arguila gefahren sind. Insgesamt ungefähr 50 Kilometer hin und her, um 2 bis 3 weitere Stellplätze anzufahren, die alle voll waren. Dann sind wir ein Stück ins Landesinnere gefahren, sind jetzt hier auf dem Stellplatz Quinta Bella, der zwischen Plantagen und Bergen liegt. Ja, ist okay, reicht für eine Nacht, morgen geht's weiter. Dann nehmen wir euch natürlich wieder mit.